darf offiziell sagen, dass diese Gartenbaumesse Tulln im Jahr 2012 eröffnet ist. Die traditionelle internationale Gartenbaumesse in Tulln ist die größte Gartenveranstaltung Österreichs mit Europas größter Blumenschau. Mit über 500 Ausstellern war auch dieses Jahr das Messegelände Tulln komplett ausgebucht und die Blumen- und Gemüsesonderschauen sorgten für einen prunkvollen Rahmen für die Verkaufs- und Beratungsmesse. Wir haben unser wunderschönes Karussell, das Sie sicher schon gesehen haben, mit dem wir total glücklich sind. Da sieht man Blumenarrangements und wir haben hier einen Stand für die Gartenplanung, für die Leute, die sich erkundigen wollen, wie die Gartenplanung bei uns funktioniert. Europas größte Blumenschau zeigte florale Objekte und Skulpturen aus verschiedenen geschichtlichen Epochen auf der internationalen Gartenbaumesse. Die künstlerische Blumengestaltung reichte dabei von den verschiedensten Epochen wie Romantik, Barock, Jugendstil, Rokoko und Renaissance bis hin zu den 70er Jahren, der Flower Power Generation und dem Woodstock Festival. Es ist halt heute ein sehr guter Messetag, weil es eben nicht so heiß ist und wir haben Gott sei Dank sehr viele Leute da und auch sehr viele Interessenten, wo wir gute Gespräche geführt haben, den zwei. Ja, wir haben eine gute Frequenz und haben sich schon viele für Schwimmdächer interessiert und wir haben auch viele Besucher heute. Chillen im Garden Club war das heurige Motto der Halle 4. Und die Niederösterreichische Landes- und Landwirtschaftskammer und die Niederösterreichische Wirtschaftskammer zeigten die ungeheure Vielfalt des heimischen Gemüse- und Obstbaus. Es ist alles perfekt, man könnte sich eigentlich gar nichts Besseres vorstellen. Immer wieder ein Erlebnis, die Gartenbaumesse. Ich bin wirklich beeindruckt über die Vielfalt von den Blumen, von den Gemüse, Obst, alles. Es ist wirklich super. Und heuer finde ich es noch schöner, als wir bis jetzt war, durch die verschiedenen Zeitalter, was die Ausstellung ist, ist sicher nicht schlecht. Mit ganz genau 98.508 Besuchern an 5 Messetagen konnte bei der internationalen Gartenbaumesse Tulln 2012 eine Steigerung von 4,8% gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Also wir gehören zu den Gründern der Gartenbaumesse in den frühen 50er Jahren und sind eigentlich seit Bestehen der Gartenbaumesse hier vertreten mit einem relativ großen Stand, der heute um die 700-800 Quadratmeter hat. So, heuer ist die Messe ganz gut, das Wetter ist ja auch wieder relativ schön. Es ist zwar sehr heiß gewesen die letzten 2 Tage, aber heute ist ein perfekter Messetag und wir erwarten uns also einen tollen Besuch und viele interessierte Gäste. Die nächste internationale Gartenbaumesse Tulln findet übrigens vom 29. August bis zum 2. September 2013 statt.